Hallo zusammen! Habt ihr Lust auf eine Adrenalinladung, die euch den Atem verschlägt, Gänsehaut entstehen und vor Schreck zusammenzucken lässt, auch wenn ihr gerade in euren Lieblingssessel sitzt? Ausgezeichnet! Denn extra für euch haben wir die coolsten und verrücktesten Attraktionen der Welt herausgesucht. Seid ihr bereit, euch aus Angst an irgendetwas festzuklammern? Dann lasst uns loslegen! 500 Foot High Bridge. In China steht man auf extreme Brücken. Ihr habt sicherlich von einer gläsernen Brücke gehört, die jährlich viele erlebnisbegierige Touristen erschaudern lässt. Aber wir glauben, eine ihr ebenbürtige Konkurrentin gefunden zu haben. Sie ist zwar viel kürzer als ihre 300 Meter lange durchsichtige Kollegin, aber das Erlebnis, das man beim Überqueren dieser Brücke bekommt, scheint nicht minder beeindruckend zu sein. Jeder Adrenalin-Junkie, der sich traut, dieses Bauwerk zu betreten, muss vorher eine Versicherung abschließen, was keine überflüssige Maßnahme ist. Denn das Passieren der Brücke findet in 200 Metern Höhe statt. Manchmal muss man sogar springen, denn die Balken, aus denen die Brücke besteht, sind in unterschiedlichen Abständen angeordnet, nämlich von 50 bis 120 cm. Könntet ihr einen 1 Meter langen Sprung machen, wenn direkt neben euch ein Abgrund klafft, der zuweilen sogar vom Nebel überzogen ist? Glaubt uns, es sieht nur im Video so einfach aus. Selbst die schwindelfreisten Touristen verlieren hier die Nerven. Eine falsche Bewegung und man fällt herunter. Der Sturz würde allerdings nicht so lange dauern, da man am Seil gesichert wird. Einige Leute haben vor dem Überqueren dieser Brücke solche Wahnsinnsangst, dass sie zu zweit passieren, beziehungsweise zu zweit darauf stehen. Darüber hinaus läuft man Gefahr, seine Schuhe zu verlieren, weil sie logischerweise an kein Seil gebunden sind. Xtreme. Wenn man Las Vegas besucht, kann man sich den Nervenkitzel nicht nur holen, indem man ein paar Einsätze im Casino macht oder die Handlung von Hangover in die Realität umsetzt. Wenn all diese Vergnügungen nicht euer Ding sind und ihr etwas wirklich Gruseliges erleben wollt, dann seid ihr bei Xtreme genau richtig. Es handelt sich dabei um eine der extremsten Attraktionen der Welt. Auf dem Dach des Hotels Stratosphere Las Vegas befindet sich eine Anlage, die an ein Mittelding zwischen einer Wippe und einer Rutsche erinnert. Von der 264 Meter Höhen befindlichen Aussichtsplattform eröffnet sich ein traumhafter Ausblick auf Las Vegas. Aber die schöne Aussicht und ein Selfie damit im Hintergrund werden euch definitiv egal sein. Vergesst eure Likes bei Instagram. Der offene Achterbahnwagen für 8 Personen, der am Dachrand befestigt steht, sieht nur so aus, als wäre er standhaft. Sobald die Wagemutigen ihre Plätze darin einnehmen, stürzt er so schnell herunter, dass man das Gefühl hat, dass er jeden Augenblick entgleisen könnte. Macht euch aber deswegen keine Sorgen. Der Wagen wird rechtzeitig anhalten. Allerdings nur, um wieder raufzukommen und dann wieder in den Abgrund herunterzufallen. Und das passiert mehrmals in Folge. Versucht mal, euch das Schreien zu verkneifen. Surfen auf dem Vulkan. Das herkömmliche Wellenreiten kennt jeder, aber wie wäre es mit Vulkansurfing? Um die offensichtliche Frage vorwegzunehmen, antworten wir gleich. Nein, die Fans dieser Extremsportart benutzen kein Surfbrett aus hochrobusten Materialien, um damit über die Lavawellen zu gleiten. Sie borden einen aktiven Vulkan herab. Diese Surfingart ist nur an wenigen Orten auf der Welt möglich. Einer davon liegt in Nicaragua, unweit der Stadt León, wo Liebhaber des Vulkansurfings den Hang des Vulkans Cerro Negro, dessen Höhe bei 728 Metern liegt, herabfahren können. Dieser seit 150 Jahren aktive Vulkan brach ungefähr 23 Mal aus und der letzte Ausbruch liegt weniger als 20 Jahre zurück. Die vom heißen Gestein ausgehende Wärme dringt selbst durch eine Schicht kalter schwarzer Vulkanasche hindurch. Man hat aber keine Zeit, um irgendwelche Steine anzufassen. Die Adrenalin-Junkies setzen sich auf ihre Metall- oder Holzbretter, ergreifen die Zügel und los geht's. Die Geschwindigkeit, mit der man den fast 45 Grad steilen Hang hinunterrutscht, kann bis zu 86 km/h betragen. Die Tourguides behaupten, dass die häufigste Verletzung, die man sich beim Vulkansurfen zuzieht, ein leichter Ausschlag sei. Es ist eine Art Allergie gegen die Vulkanasche. Die Sache ist die, dass man beim Hinabfahren des Abhangs riesige Wolken bestehend aus Vulkanstaub und Steinchen aufsteigen lässt, die eine Hautreizung auslösen können. Den Mund sollte man also geschlossen halten. Aber man sagt, dass das Vulkansurfen für unvergessliche Erlebnisse sorgt. Möchtet ihr es auch mal ausprobieren? Furious Barco.
Einer fragt sich vielleicht, eine Achterbahn? Was soll denn daran besonders sein? Urteilt aber nicht zu schnell. Die spanische Attraktion Furios Barco ist auf ihre eigene Art einzigartig. Sie galt bis zum August 2009 als die schnellste Achterbahn in ganz Europa. Und obwohl das mittlerweile nicht mehr der Fall ist, könnte sie einem Adrenalinsüchtigen so manche Überraschung bereiten. Was sagt ihr zum Beispiel zum Spurt von 0 auf Tempo 135 in nur 3 Sekunden? Dieser Beschleunigungswert ist sogar höher als der beim freien Fall. Man rast eine 850 Meter lange Strecke hinab, während man in einem Tunnel eintaucht, mal mit dem Kopf nach unten hängt, mal mit den hängenden Füßen beinahe die Oberfläche eines Sees streift. Passt also auf eure Füße auf. Anstatt herkömmlicher Achterbahnwagen haben sich die Hersteller hier besondere Sitze einfallen lassen, sodass man das Gefühl hat, durch die Lüfte zu fliegen. Was schätzt ihr? Wie viele Touristen haben auf dieser Achterbahn in den 12 Jahren ihres Bestehens ihre Schuhe verloren? Zip World Velocity. Über einen Abgrund zu fliegen ist an sich gruselig genug. Aber wie wäre es mit einem Flug mit dem Kopf nach vorne, wobei man die Arme dicht am Körper hält? Die Attraktion wird übrigens in Wales, Großbritannien angeboten. Man wird von den fürsorglichen Tourguides mit einer Menge Sicherheitsgürteln umwickelt und darüber belehrt, woran man sich festhalten soll. Und schon ist man kein Mensch mehr, sondern eine Rakete. Oder wenn man so will, ein Ultraschall-Lenkflugkörper. Glücklicherweise bekommt man neben einem speziellen Fluganzug auch einen Helm, auch wenn man unterwegs mit keiner Wand rechnen muss. Sicher ist sicher. Außerdem wird jedem, der die walisischen Berge aus Vogelperspektive erleben möchte, eine spezielle Brille ausgehändigt. Und es wäre keine gute Idee, darauf zu verzichten. Es ist so, dass man im Flug eine Geschwindigkeit von bis zu 161 km/h erreichen kann, sodass die Augen durch den Gegenwind gereizt werden könnten. Dafür sind die Aussichten einfach nur bildschön. Allerdings hat man ganz wenig Zeit, um sie zu genießen, denn der Flug dauert weniger als eine Minute. Obwohl die Strecke 1,5 Kilometer lang ist, so rasant geht es zu. Pterodactyl. Ihr wisst sicherlich, dass Nervenkitzel-Fans vor nichts zurückschrecken und reisen durch die ganze Welt, während sie auf der Suche nach dem ultimativen Adrenalinkick sind. Falls es unter euch solche gibt, sind wir bereit, euch einen Ort zu zeigen, bei dessen Anblick euch bestimmt die Haare zu Berge stehen werden. Wenn ihr den Pterodactyl hautnah erlebt, werdet ihr definitiv rundum zufrieden sein. Die Attraktion befindet sich im Wines Mountain Park in Manitou Springs im US-Bundesstaat Colorado, wo man den Canyon Williams in 200 Fuß Höhe entlang sausen kann. Seid ihr bereit? Oh, no, no. No, Jesus Christ. Zuerst wird man auf einen sehr hohen Felsen gehoben und im Anschluss stürzt man mit einer Geschwindigkeit von 100 Meilen pro Stunde in die Tiefe. Und lasst euch vom Namen nicht abschrecken. Obwohl die Attraktion nach einer bekannten Dinosaurierart benannt wurde, ist sie vollkommen sicher. Die Unversehrtheit der Besucher wird durch robuste Haltebügel gewährleistet, die dafür sorgen, dass man vor emotionaler Anspannung nicht herunterrutscht. Während man am Draht fährt, kann man übrigens die schöne Aussicht auf den Canyon genießen. Vorausgesetzt, man ist bei Bewusstsein. Rollercoaster Zipline. Was glaubt ihr, würde eine Mischung aus einem Drahtseil und einer Achterbahn ergeben, die man als Touristenattraktion mitten im Wald platzieren würde? Wir denken, dass dabei so etwas wie die Rollercoaster Zipline herauskommen würde. Auf dieser Zipline lassen sich natürlich keine Loopings ausführen, aber man bekommt trotzdem eine ordentliche Adrenalinladung. Erstens, weil die Geschwindigkeit ganz beachtlich ist und zweitens, weil man von Bäumen umgeben ist. Man kann sich zwar ewig lang einreden, dass die Strecke so beschaffen ist, dass man mit nichts kollidieren kann und man kann darüber hinaus einen robusten Helm hat, aber das Hirn lässt sich nun mal nicht so einfach überlisten. Und nicht zu vergessen die ständigen Auf- und Abstiege, bei denen man mal hochgeschleudert wird, mal herunterfällt und das mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit. Man hat zwar keine Angst, herunterzustürzen, da der Abstand zum Boden nicht besonders groß ist, aber es fühlt sich dennoch absolut hammermäßig an. Man sagt, dass es sehr schwierig sei, die Hände nicht loszulassen. Allerdings ist man mit einer Sicherung geschützt. Doch allein die Vorstellung, dass es passieren könnte, ist schrecklich. Kurzum, diese Attraktion ist fantastisch. Royal Rush Sky Coaster.
Die Attraktion Royal Rush Sky Coaster befindet sich im US-Bundesstaat Colorado über einer Schlucht namens Royal George, durch die Arkansas River fließt. Die Anlage hängt 30 Meter über dem Boden und 350 Meter über dem Schluchtgrund. Man fragt sich vielleicht, wozu die ganzen furchterregenden Zahlen? Es ist so, dass die Adrenalinjäger mit zahlreichen Sicherheitsgürteln befestigt, dann mit Hilfe einer speziellen Vorrichtung hochgehoben und anschließend losgelassen werden. Wenn man es am wenigsten erwartet, stellt man fest, dass man sich schon im freien Fall direkt in der Schlucht befindet. Zum Glück sorgt ein festes Seil dafür, dass man dabei nicht verunglückt und über die Schlucht baumeln hängen bleibt. Dabei kann man übrigens eine Geschwindigkeit von bis zu 80 km/h erreichen. Man sagt, es wäre eine mildere Variante vom herkömmlichen Bungee-Jumping. Soll das eine mildere Variante sein? Ganz sicher? Parabelflug. Jeder von uns ist mindestens einmal im Traum geflogen und anschließend mit dem Gedanken aufgewacht, wie toll es wäre, etwas Ähnliches in Wirklichkeit zu erleben. Leider verfügt niemand von uns sowohl über die Superkräfte des Supermans als auch über den Feenstaub von Tinkerbell. Aber wir verraten euch ein Geheimnis. Ein solcher Flug lässt sich ohne jegliche Zaubercremeskrams arrangieren. Man hat eine reale Chance, ähnlich wie im Weltraum, im schwerelosen Zustand, der an Bord eines speziellen Flugzeugs erreicht wird, zu schweben. Es hat mit Magie nichts zu tun. Es ist reine Physik. Um die Schwerelosigkeit zu erreichen, muss das Flugzeug ein Parabelmanöver ausführen, bei dem in dessen Inneren alle Gegenstände schwerelos werden. Es sind unvergessliche Erlebnisse. Man hat übrigens genau auf diese Weise das Video zum Song Upside Down und Inside Out gedreht. Wenn ihr es nicht gesehen habt, müsst ihr es unbedingt nachholen. Es lohnt sich. Huashan Cliffside Path. Falls ihr euch euer Leben ohne Nervenkitzel nicht vorstellen könnt und von einem neuen Adrenalinkick träumt, ist die extreme Attraktion auf dem chinesischen Berg Huanshan genau das Richtige für euch. Hier kommen sowohl Draufgänger aus der ganzen Welt, die ihren Mut auf die Probe stellen wollen, als auch Menschen, die ihre Höhenangst loswerden möchten. Glaubt uns, wenn ihr es schafft, diesen Bergpfad zu passieren, würdet ihr diese Phobie für immer vergessen. Der Pfad, der am steilen Felsen entlang verläuft, ist schwer zu bezwingen. Hier gibt es weder Geländer noch Brüstungen, nur der Berg selbst. Holzlatten, Metallbolzen, Ketten und steile Steinstufen. Falls ihr euch Gedanken über die Sicherheit beim Passieren des Hängepfads macht, braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Jeder Tourist wird mit einem Karabiner gesichert. Die Anzahl der Besucher dieser gefährlichen Attraktion nimmt von Jahr zu Jahr zu, was bedeutet, dass Sicherheit hier großgeschrieben wird. Die Ketten, die man auf Fotos und in Videos sieht, wurden am Berg übrigens erst vor kurzem angebracht. Früher bestieg man den Huashan ohne die Möglichkeit, sich festhalten zu können. Damals muss es wirklich gefährlich gewesen sein. Tolle Gadgets, neueste Technologien, unglaubliche Erfindungen und andere coole Dinge in Verbindung mit Hightech bei TechZone. Abonniert und ihr werdet es nicht bereuen. Den Link findet ihr auf dem Bildschirm und in der Beschreibung. Danke fürs Zusehen. Bitte klickt auf Gefällt mir und teilt das Video in den sozialen Netzwerken und wir werden bald wieder zurück sein, so schnell wir können.